Ja, es ist soweit. Ja, gut. Na, also dann wollen wir mal. Ach, Herr Keller. Herr Keller, eine Idee, der muss vorbei. Da ist ja lange. Auch mal. Ich glaube nicht. Mich kleiner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Arbeitskollegen, es war von jeher Brauch, dass die Ansprengung eines Stollens festlich begangen wird und dass der Stollen auf den Namen der Frau getauft wird, die die erste Sprengung zündet. Deshalb begrüße ich ganz besonders herzlich Fräulein Margarete Kramer, nach der der Stollen Margaretenstollen heißen wird. Mit ihr begrüße ich Ihren Vater, den Bürgermeister von Greinbach, der uns immer wieder so verständnisvoll und tatkräftig unterstützt hat. Eine besondere Ehre ist es für uns, dass der Hofrat Kirchlechner vom Ministerium für Energie und Wasserwirtschaft in Wien heute bei uns ist. Neben ihm heiße ich willkommen Herrn Dr. Wigge von der Firma Schenk und seine Gattin, Herrn Diplom-Ingenieur Schröder von der BauWag, den Vertreter des Landes Tirol, Herrn Landrat Vogler, Herrn Ingenieur Krause, Herrn Dr. Berndt. Weiter und ganz besonders herzlich begrüße ich den Herrn Pfarrer von Greinbach und die Vertreter der Presse, die unserer feierlichen Ansprengung beiwohnen. Los, halt ab! Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Arbeiter, es ist mir nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine besondere Ehre, Sie hier alle begrüßen zu dürfen. Was wir planen, ist ein großes und weit verzweigtes Projekt. Wir alle wissen, dass wir noch jahrelang... Siehst du? Ist das eine Zündschnur? Quatsch, die springt auf elektrisch. Du hast die Zündmaschine gesehen. Wenn du auf den Hebel drückst, geht Strom durch den Draht und zündet den Sprengstoff. Warst du schon mal bei einer Sprengung dabei? Dabei ist gut, Mensch. Wir haben selbst ein paar Dinger hochgehen lassen, dass die Fetzen so geflogen sind. Wie ist wir? Freunde in Wien, Walter, Tibor, Peter und ich. Und was habt ihr da gesprengt? So also einiges. Eine Kellerwand zum Beispiel. Und warum? Warum wohl? Habt gestohlen? Ach was. Waren doch nur Kohlen im Keller. So möchte ich den Segen Gottes auf dieses Menschenwerk herniederrufen und seinen Schutz erflehen für eine schwere und gefährliche Arbeit. So, jetzt sind wir dran. Ich bin so aufgeregt. Ja, das gehört dazu. Aber was Sie hier machen, ist ganz harmlos. Was da drüben passiert, da haben wir uns den Kopf zerbrochen. So, Sie brauchen also nur den Hebel hier rüber zu ziehen. Nein, jetzt noch nicht. Erst muss zum zweiten Mal das Warnsignal geblasen werden. Halt nicht zünden! Da ist ein Mann! Da steht jemand! Halt! Halt! Da steht jemand direkt vor der Sprengungsstätte! Das ist doch der Bauer, der Worringer. Oh. Komm, bitte kommen Sie auch mit. Ich bring das schon in Ordnung. Ja, aber wie kann denn sowas passieren, Keller? Nachher. Kommen Sie sofort zurück. Komm, da ist was los. Was tun Sie, Herr Worringer? Ich stehe auf meinem Land. Das tun Sie nicht. Sie wissen genau, dass es Ihnen nicht mehr gehört. Sie sind vom Staat enteignet worden und alle Ihre Einsprüche hat ein ordentliches Gericht zurückgewiesen. Reden Sie nur. Ja, das tue ich. Aber zum letzten Mal. Wenn es wieder Ärger mit Ihnen gibt, rufe ich die Polizei. Bitte. Sie haben eine anständige Abfindung gekriegt. Wie alle, die ihr Land für unseren Bau abtreten mussten. Alle haben das eingesehen, nur Sie nicht. Ich habe keine Abfindung gewollt und auch keine genommen. Das Geld liegt auf der Gemeindekasse. Sprechen Sie doch mal mit ihm. Vielleicht sieht er dann ein, dass er hier weg muss. Worringer, du kannst doch nichts machen. Ich allein vielleicht nicht. Aber so war es auch nicht abgesprochen. Das ist doch lang her. Inzwischen haben wir doch alle eingesehen, dass das Werk zu unserem Vorteil und Nutzen ist. Ja, euren Vorteil und Nutzen habt ihr alle gehabt. Aber beschlossen war, dass der Damm bei uns hier nicht gebaut wird. Und wenn Ihre Wagen durch unsere Gemeinde rattern, dann stellen wir uns auf die Straße, dann können Sie uns niederfahren oder umkehren. Das haben wir gesagt. Und ja, du hattest den Vorsitz. Ja, aber lass dir doch sagen. Sag mir nichts, stell dich zu mir oder geh weg. Was wollt ihr denn hier? Ihr geht sofort zurück. Ich gehe, wenn mein Vater geht. Ach, der Sohn vom Worringer. Ja. Du solltest deinem Vater klar machen, dass er im Unrecht ist. Es ist unser Land. Ihr habt eine anständige Abfindung für bekommen. Wir brauchen euer Geld nicht. Also. Wenn dein Vater verstockt ist, das kann ich ja noch verstehen. Aber du als junger Bursche, du solltest wenigstens einsehen, dass wir nur machen, was nötig ist. Hahaha. Ha, ha. Was wollen Sie denn hier? Das werden Sie schon noch sehen. Komm, Rudi. Also, Worringer, geh jetzt hier weg. Ich komme morgen zu dir und dann reden wir über die Sache. Du bist doch auch gegen mich. Ist doch nicht wahr.
Ich verspreche dir, ich helfe dir, wo ich kann. Geh jetzt hier weg. Sonst bringe ich dich noch mit Gewalt fort. Ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. Der Bauer ist doch längst abgefunden. Er hat die Abfindung nicht angenommen. Aber da können wir doch nichts dafür. Es ist sein Land, sagt er. Sie kennen doch die Bauern. Sie sollten diese Dickschädel kennen und rechtzeitig die Polizei verständigen. Ich habe die Polizei nicht gern auf meiner Baustelle, Herr Direktor. Ich möchte mit den Leuten in Guten auskommen. Sie sehen ja, was dabei herauskommt. Finden Sie die Sache nicht peinlich hier vor allen Gästen? Ich kann den Zwischenfall allen erklären. Nichts werden Sie tun. Jetzt wird gesprengt oder weg von hier. Lassen Sie das Warnsignal blasen. Bitte, Fräulein. Ich will nicht mehr. Ich hab Angst. Wovor denn? Wenn wieder einer da steht. Dieser Stollen wird jetzt angesprengt. Dazu sind wir schließlich hier. Ist Spannung da? Ich glaube, dass die Mineure es als schlechtes Omen ansehen, wenn ich die Stollenpatin selber... Ich bin's jetzt leid. Wir streiten uns seit 3 Jahren mit diesen Bauernschädel herum. Und heute ist Ansprengung. Den ganzen Damm sollte man in die Luft sprengen. Und das Drecksvolk mit. Warum machen Sie es nicht? Ich finde deinen Alten prima. Der hat mehr Mumm als das ganze Dorf zusammen. Warum hilfst du ihm eigentlich nicht? Ja, wie denn? Das hast du ja gehört. Und das hat er doch nur in der Wut gesagt. Klar, dass er selbst nichts machen kann. Ihn haben sie sofort im Verdacht, wenn was passiert. Aber dich halten sie für ein Kind und ich bin nur zu Besuch hier. Und mein Onkel war der Erste, der die Abfindung angenommen hat. Ja, und wenn's die Polizei holen? Vor denen habe ich gerade Angst. Meinst du, eure Dorfpolizisten kriegen mich, wenn unsere Polente mich nicht erwischt? Und wir haben ganz andere Sachen gemacht. Erst mal abwarten, ob der Bürgermeister ihm hilft. Na schön. Worringer, du musst doch einsehen, dass der Bau zu unserem Vorteil ist. Die bauen uns hier Straßen auf, wie wir es sonst nie gekriegt hätten. Unsere Kühe brauchen keine Straßen, die fressen Gras. Das hast du selber gesagt. Schau, Worringer, demnächst können die Touristenbusse bequem bis zu uns rauffahren. Das bringt doch Geld in die Gemeinde. Denen, die Gasthöfe haben. Ja, aber schau, du kannst ja mit der Abfindung dein Haus auch ausbauen, zu einer schönen Pension. Und wenn die Entschädigung nicht reicht, dann kann ich dir von der Gemeinde einen Kredit verschaffen. Von der Gemeinde will ich nichts. Ich schäme mich, dass ich dazugehöre. So, also Worringer, wenn du nicht mit dir reden lässt, dann kann ich dir nicht helfen. Ich muss die Interessen der ganzen Gemeinde vertreten und für die ist besser, dass das Kraftwerk gebaut wird. Freilich bist du dafür. Dir gehört ja auch der größte Gasthof an. Ich denk doch nicht bloß an mich. Nein, auch an deinen Schwiegersohn, der hat auch einen Gasthof. Ach, red doch kein Blödsinn. Und selbst wenn ich gegen den Bau gewesen wäre, hätte ich ja nichts machen können. Du siehst doch, dass deine Eingaben alle abgelehnt worden sind. Ja, Bürgermeister, ich hab's gesehen. Dass du mir es noch einmal sagst, dazu hättest du gar nicht raufzukommen brauchen. Auf Wiederschauen, Bürgermeister. Tja, also wenn du nicht helfen lassen willst. Und wenn unser Protest nichts nützt, wenn sie mit Gewalt in unserem Tal bauen, dann können sie uns auch anders kennenlernen. Weißt du, wer das gesagt hat? Das war damals. Mit Gewalt riecht man gar nichts aus. Das werden wir schon sehen. So, und am Schluss hast du die Polizei auf dem Hals. Aber sag dann ja nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Geh jetzt, Bürgermeister, und lass dich besser hier nicht mehr blicken. Ich bin überzeugt davon, dass der Worringer zur Vernunft kommen wird. Der Bürgermeister hat einen starken Einfluss auf die Bevölkerung. Bis jetzt hat er uns noch immer helfen können. Na gut. Und wenn dieser Worringer weiterhin so stur bleibt? Stellen Sie sich vor, seine Protestaktion macht Schule hier im Tal. Och, das kann ich mir nicht vorstellen. Ein einziger Querkopf kann die ganze Bevölkerung gegen den Kraftwerkbau aufbringen. Sie erinnern sich doch noch an die Zeit, als die ersten Pläne für das Projekt bekannt wurden. Versammlungen, Aufrufe zum Boykott. Protestmärsche gab es damals. Das ist längst vorbei. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Bevölkerung. Das müssen wir auch unter allen Umständen halten. Und vor allem keine Gewaltanwendung. Und auf jeden Fall müssen wir die Polizei aus dem Spiel lassen. Das ist auch meine Meinung. Aber Sie selbst machten bei der Stollenansprengung den Vorschlag, die Polizei zu verständigen. Ich weiß. Es ist eine Aufregung im ersten Zorn so aus mir herausgefahren. Außerdem, dieser Worringer, der hat uns schon sehr geschadet. Das glaube ich nicht. Doch. Sie wissen, dass wir einen Kredit von der Regierung erwarten. Anscheinend hat man von dem klar bei der Ansprengung erfahren. Plötzlich zögert man mit der Bewilligung.
Man bleibt zurückhaltend, man wartet ab. Wenn sich nur mehrere Leute gegen uns stellen, die ganze Bevölkerung, Sie wissen doch, wie das ist, plötzlich wird die Sache in der Presse hochgespielt und zu einer Affäre. Also nein, das können wir uns nicht erlauben. Diese Befürchtung habe ich ganz und gar nicht. Der Worringer ist eine Ausnahme. Na, hoffentlich bleibt er's. Was meinen Sie, könnten wir ihm nicht eine höhere Abfindung anbieten? Auf gar keinen Fall. Erstens geht's dem Worringer nur ums Prinzip. Und zweitens würden wir die Leute, die nur scharf aufs Geld sind, auf eine Idee bringen. Ja, und was könnten wir sonst noch tun? Gar nichts. Der Worringer wird zur Einsicht kommen. Sie können mir glauben, es wird nichts mehr passieren. So ein Mist. Komm, fass mal mit an. Wir werden nicht weit kommen. Das gibt's doch nicht. Wir mussten doch den Baum wegräumen. Wo ist denn das passiert? Bei der letzten Ausweich an der großen Kehre. Na, Sie fahren mit mir zur Polizei. Du trommelst alle Leute zusammen, fährst hinter den Burschen her. Die müssen noch im Gebirge sein. Und seid vorsichtig, die sind bewaffnet. Los, kommen Sie. Alles klar. Gut, ihr steigt bei der großen Kehre aus und legt einen Baumstamm quer über die Straße, damit sie nicht durchbrechen können. Wir fahren hinterher und haltet uns auf dem Laufenden, ja? Jawohl. Los. Auf dem Wagen waren 10 Kisten mit Dynamit. Moment. Was war das für ein Wagen? Was für ein polizeiliches Kennzeichen hat er gehabt? Es war ein Kleintransporter. Mit der Nummer V22714. Und Sie sagen, es waren 2 Personen, die den Wagen gestohlen haben? Ja. Aha. 2 Personen. Einer davon war bewaffnet. Der eine hat ein Gewehr, den anderen habe ich nicht gesehen. Ein Gewehr. Kann das ein älterer Mann gewesen sein? So ein kräftiger? Ich sag doch, ich habe ihn nicht gesehen. Haben Sie einen Verdacht? Sie nicht? Sie meinen Worringer und sein Sohn? Als ich mit dem Worringer-Bauern geredet habe, hat er gesagt, er will gegen Sie was unternehmen. Egal was. Verdammt, 2 Kisten fehlen! Worringer, ich möchte wissen, wo Sie heute Morgen waren. Ich hab schon kapiert, warum Sie gleich zu mir sind. Sie, der Bürgermeister und ein Gendarm. Sucht euren Sprengstoff auf meinem Hof. Du sollst uns ja nicht sagen, wo der Rudi steckt. Lass den Jungen aus dem Spiel. Es war aber ein junger Bursche bei dem Überfall dabei. Saubere Fahrer habt ihr, die sich von 2 jungen Burschen einen Wagen voll Sprengstoff stehlen lassen. Es müssen ja nicht beide junge Burschen gewesen sein. Dass mich das hergelaufene Pack für einen Straßenräuber hält, das ist mir egal. Vielleicht geht's dazu, da wo sie herkommen. Aber du, Bürgermeister, dass du dich nicht schämst, mich zu verdächtigen. Also ich sag dir, Worringer! Jetzt rede ich! Hast du jemals gehört, dass einer aus diesem Hof sein Gewehr hat, was anderes gehalten hat, als auf einen Fuchs oder auf einen Habicht? Worringer, hast du das gehört? Frag ich dich! Vernünftig, Sie können... Tu deine Bratzen weg! Antworte! Nein, Worringer! Also dann scher dich weg! Ich hab dir schon einmal gesagt, ich sag dir's nicht noch einmal! Worringer! Hören Sie, wir glauben Ihnen ja! Wollt ihr mich nicht verstehen? Wollt ihr mich zum Verbrecher machen? Aber der Worringer, das ist doch... Du kannst haben, was du willst! Nehmen Sie die Pistole weg! Der Mann hat mit dem Überfall nichts zu tun. Ich lass mich doch von dir. Kommen Sie, ehe es zu spät ist.
Ingenieur? Ja, Boringer. Meine Flinte ist weg. Ich habe den Bum den ganzen Tag nicht gesehen. Er ist immer mit einem Älteren aus der Stadt. Es waren doch zwei bei dem Überfall, nicht wahr? Ja. Einen haben die Fahrer als 19- bis 20-Jährigen beschrieben. Den anderen haben sie nicht gesehen. Mein Bub ist 17. Glauben Sie, dass es die beiden waren? Nein, aber ich habe in der Wut was gesagt. Herrgott, wenn ich das gewollt hätte, hätte ich es doch selber gemacht. Gib mir die Stange. Mir geht's gut. Wenn wir Glück haben, kommt der ganze Hang ins Rutschen. Gib mir die Zündschnur. Ich weiß nicht, kann da auch nichts passieren. Und ob was passiert, bloß sind wir dann weg. So, gib her. Pass auf. Keine Bange. Die gehen erst los, wenn ich will. Nicht so weg, los! In Deckung, du Trottel! Die ganze Straße ist versperrt. Ja, es handelt sich da schließlich um unsere Baustellenzufahrt. Entschuldigen Sie, Herr Chefbauleiter, es wäre ja Pflicht gewesen, die Landespolizei zu benachrichtigen. Ein Sprengstoffattentat ist doch schließlich keine Kleinigkeit. Haben Sie jemanden im Verdacht? Nein, direkt nicht. Aus dem Bericht der Ortspolizei geht hervor, dass ein gewisser Bauer Worringer gegen den Bau des Kraftwerkes tätlichen Widerstand geleistet hat. Nein, Herr Spektor, dass der alte Worringer sich zu sowas, zu einem Anschlag hinreißen lässt, das halte ich für ausgeschlossen. Das ist ein dummer Jungenstreich, weiter nichts. Und den Überfall auf dem Sprengstofftransport halten Sie denn auch für einen dummen Jungenstreich? Das muss man ja wohl. Dann müssen Sie auch damit rechnen, dass diese Jungen, wenn sie es gewesen sind, noch weitere Streiche veranstalten, und zwar solche, die ihre Arbeit empfindlich stören können. Sprengstoff haben sie ja noch. Warum sollten sie denn? Sie haben doch überhaupt kein Motiv. Haben Sie schon mal was von den halbstarken Banden in der Stadt gehört? Die randalieren, prügeln, hauen alles kurz und klein. Haben die vielleicht ein Motiv? Ja, aber wir sind ja hier nicht in der Stadt. Ach, Sie glauben, hier sind die Burschen brav und fleißig und vernünftig. Nee. So heilsam ist die Landluft nun auch wieder nicht. Was soll ich also tun? Die Baustelle muss bewacht werden. Da ich nicht genügend Leute habe, müssen wir Militär anfordern. Gegen zwei junge Burschen, das ist doch lächerlich. So sicher wie Sie bin ich nicht, dass es die Jungen sind. Ach, ganz gleich, wer es ist. Ich will kein Militär auf der Baustelle haben. Außerdem dauert es viel zu lange, bis die da sind. Meine Arbeiter sind schließlich nicht blöd. Posten stehen können die auch. Kommen wir da nicht mit der Arbeit in Verzug? Ach, das ist mir im Moment gleich. Ein paar Leute habe ich immer frei. Ihre Arbeiter sind unbewaffnet. Die Attentäter haben ein Gewehr. Ich glaube nicht, dass die jungen Burschen auf irgendjemanden schießen. Hansel, den Plan. Wir zeichnen ein, wo die Posten aufgestellt werden. Hier. Hallo Götz, wie sieht's bei euch unten aus? Alles ruhig, Chef. An der Mauer ist auch nichts los. Hat sich die Polizei schon gemeldet? Nein. Und was sagen unsere Leute? Nichts, alles ruhig. Wie soll das weitergehen? Die Leute, die jetzt Ware schieben, können dann nicht anschließend ihre Schicht machen. Ach, nun gehen Sie mir nicht auch noch auf die Nerven, mir reicht schon. Hallo Chef, was ist los bei Stollen 5? Habt ihr irgendwas bemerkt? Ja, ich hatte das Gefühl, dass sich drüben am Schuppen jemand rumtreibt. Wir sind hin, aber es war nichts. Wie wir noch drüben stehen, da sehen wir hier die Stichflamme. Habt ihr niemanden weglaufen sehen? Nee. Aber von wo kommt das Öl, was da brennt? Ja, wir haben den Kanister gefunden, den vom Schuppen. Aber keine Sorge, Chef, ist ja nichts passiert. Und das bisschen Öl ist schnell verbrannt. Ja, das ist es ja. Die Sache ist zu harmlos und wir fallen drauf rein. Die wollen nur die Posten weglocken. Los, geht an eure Plätze!
Was ist nur ein Ablenkungsmanöver? Na, macht schnell! Hansel, melden. Hallo! Na, sag mal, schläfst du? Hansel! Hansel, was ist los? Hansel! Na, meld dich schon! Liegen die anderen Zündschnüre? Ja. Los! Mein Gott, das können wir los, nicht machen. Halt schon hin! Was ist mit dem da? Dem ist nichts passiert. Fast nichts. Los. Vorsicht. Vorsicht. Er hat wirklich mehr Glück als Verstand gehabt. Das heißt, bei diesen jungen Burschen kann man ja von Verstand kaum reden. Wie hast du denn sowas tun können? Der Kurtag sagt, wir müssen dir helfen. Aber Schönes habt ihr angerichtet. Dafür kommt ihr ins Gefängnis. Lassen Sie ihn, Worringer. Der andere war ja wohl der Anstifter. Der Junge hat's ja bloß wieder gut machen wollen. Wenn Rudi nicht die anderen Zündschnüre gelöscht hätte, wären wir beide nicht mehr am Leben. Und das Betonwerk wäre wahrscheinlich auch hin. Das werde ich vor Gericht aussagen. Sowas hat's bei uns nie gegeben. Einem Verbrecher. Komm, der Krankenwagen wartet. Los. Nun seien Sie mal nicht so streng, Worringer. Mit Ihrer Halsstarrigkeit sind Sie nicht ganz unschuldig an der Sache. Ich weiß. Ja, ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass wir keine Anzeige erstatten und auch keinen Schadenersatz verlangen werden. Ich danke Ihnen. Danken Sie lieber Gott, dass Ihr Junge noch lebt.